Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen aus der Sommerpause. Wir sitzen hier mit dem Schirmchen und den Füßen in einem Eimer voll Eis, weil es draußen so heiß ist. Nee, leider nicht. Hier in Hamburg sind 10 Grad und Nieselregen. Ihr könnt mir gleich sagen, wie das Wetter in NRW und in Köln ist. Aber mit Sommer ist hier noch nicht viel. Trotz allem, die Profis des FCs sind in ihren diversen Sommerurlauben und bestücken Instagram mit schönen Bildern irgendwo von der Côte d'Azur oder so. Und wir harren hier zu Hause auf und nehmen für euch eine neue Podcast-Folge auf. Denn wir müssen auf eine turbulente, auf eine ereignisreiche Saison zurückblicken. Vieles passiert. Wir alle dachten, wir gehen als einer der Mitkämpfer um den Relegationsplatz ins Rennen. Und am Ende wurde es die Relegation für Europa, die Conference League Playoffs. Das hängt natürlich stark damit zusammen, dass zum einen die Transferpolitik voll getroffen hat und ganz viele Treffer bei den Neuzugängen dabei waren. Aber andererseits natürlich auch mit dem neuen Trainer, mit Steffen Baumgart und einer klaren Leistungssteigerung von sogenannten alten, verdienten Spielern wie Modest oder Benno Schmitz. Und das alles werden wir jetzt hier heute mit euch besprechen und im Zuge dessen auch die goldene Schiebermütze verleihen. Ich bin gespannt und ich hoffe, alle anderen in der Leitung sind das ebenfalls. Deshalb hole ich jetzt mal ganz schnell mit dazu, damit ich hier auch aufhören kann zu monologisieren und begrüße als erstes den Terrorvogel von Hattingen, den Marco. Ja, hi. Marco, trägst du dein hässlichstes FC-Shirt aus dem Fanjob? Ich habe gerade tatsächlich kurz überlegt, was ich anhabe. Ich habe tatsächlich ein FC-T-Shirt an. Ui, muss ich gerade unter meinen Pullover gucken. Ich nicht, nein. Mein hässlichstes, es ist auch nicht hässlich, es ist ein Erima, ich glaube Trainingsshirt hieß das. Einfach so ein rotes Erima mit, Rückblickend muss man sagen, die Erima-Phase war gar nicht so schlecht, ne? Nein. Ging danach bergab. Naja, ging danach bergab. Da hört ihr schon, was für eine Kategorie unserer Awardshow sein wird, aber dazu später mehr. Dann schauen wir mal, ob unsere Gäste uns verraten wollen, welches FC-Merchandise sie gerade tragen oder lieber tragen würden. Ich fange mal an mit unserer Mode-Expertin aus Köln. Die Tessa ist da, die Edmarie. Moin Tessa, grüß dich. Hallo zusammen. Und hast du Abgründe des Merchandisings in deinem Kleiderschrank? Für viele ganz sicher, ja. Aber es ist nicht der rosa FC-Schal. Es ist nicht der rosa FC-Schal. Nein. Kann ich gar nicht verstehen. Ich hätte mir sofort gekauft. Und dann fragen wir unseren nächsten Gast. Das können wir noch einrichten. Ja. Ich glaube, der ist bestimmt schon ausverkauft bei der hohen Nachfrage. Ähnlich wie die Schiebermütze. Sofort ausverkauft gewesen. Naja, wir holen mal den nächsten Gast in die Leitung. Jan Lukas von FC.com. Moin Jan Lukas, grüß dich. Du darfst auch gern deine Meinung zu FC-Merch zum Besten geben. Ja, hallo erstmal von mir an alle. Und ich habe mir jetzt während der Begrüßung den Seidenschal aus Stuttgart, den Szeneschal, umgebunden. Aber es ist ja kein Merch. Ja, das stimmt. Da gingen ja auch die Einnahmen zum guten Zweck, ne? Insofern. Genau. Ich habe mir das nicht gekauft. Ich habe leider das Fenster verpasst, ihn zu kaufen. Das Zeitfenster. Ja, das war es ja nicht der Einzige, der da was verpasst hat bei dem Spiel. Ja. Naja, da haben wir ausführlich drüber gesprochen an dieser Stelle. Insofern können wir das abhaken. Wir wollen ja auch auf die größeren Themen gucken. Wir haben gesagt, wir machen am Anfang so einen kleinen Block mit aktuellen Sachen, damit auch die Dinge, die hier noch nicht besprochen werden konnten, eine kleine Erwähnung finden. Ich fange mal mit dem weniger schmerzlichen Thema an. Vorgestern, wenn ihr es hier hört, wahrscheinlich ein bisschen länger her, wurde die erste Pokalrunde im DFB-Pokal ausgelost. Der FC hat das wahrscheinlich schwerstmögliche Los bekommen, weil es ja die einzige Zweitligamannschaft im Amateurtopf gewesen ist. Und deswegen natürlich auch auswärts in Regensburg. Beim SSV Jahn muss man ran. Da werden natürlich schlimme Erinnerungen an das Pokal aus von vor 2 Jahren bekannt, als die DFL spontan beschlossen hat, neue Regeln einzuführen, um den ersten FC Köln aus dem DFB-Pokal zu schießen und damit Benno Schmitz um sein erstes und wahrscheinlich einziges Profitor betrogen hat. Hier, Schieberei, aber da redet wieder keiner drüber. Ja, also wir spielen in Regensburg. Und da würde mich mal interessieren, was so eure Einschätzung ist. Ist es machbar oder ja, vielleicht, weil die schon im Saft stehen werden und wir noch kein Pflichtspiel bestritten haben werden, bis dahin doch eine zu hohe Hürde für den FC. Boah,
finde ich schwierig. Ich glaube, in den letzten Jahren haben wir im DFB-Pokal in der ersten Runde meistens ja nie richtig gut ausgesehen. Also ich kann mich letztes Jahr an die Pokalrunde erinnern, die war ganz grausam, die erste Runde. Und es war tatsächlich eine sehr, sehr gute Saison danach. Also ich glaube, der DFB-Pokal sagt in der ersten Runde nie so sonderlich viel aus. Ich glaube, da geht es darum, sich nicht zu blamieren, weiterzukommen und ja, sich vielleicht nicht zu verletzen. Um viel mehr geht es da gar nicht anderes. Naja, und ein bisschen Geld. Also wäre schon, ja. Dieses Jahr hat man gelernt, wie viel Geld man da eigentlich holen kann, wenn man irgendwie ins Viertel- oder Halbfinale kommt. Und da finde ich es halt schon bitter, auch wenn es, glaube ich, nicht der einzige Zweitligist ist, weil die Aufsteiger auch noch dabei sind. Aber auf jeden Fall der bestplatzierteste Zweitligist. Und ich finde halt, das Eklige daran ist, dass die zweite Liga meines Erachtens, oder zumindest aus den letzten Jahren immer so, schon vorher startet. Das heißt, die drei sind schon Spieltage. Die sind schon im Spielrhythmus und das ist dann natürlich nicht so geil. Ja. Ja, und dazu kommt natürlich, hat Regensburg auch eine bockstarke Hinrunde in der vergangenen Zweitligasaison gespielt. Die haben am Ende raus dann so ein bisschen Körner verloren, aber die haben schon einen guten Kader beisammen, der in einer, jetzt sagen wir mal, eher schwächeren zweiten Liga nächstes Jahr vielleicht durchaus auch die Ambitionen hat, da oben anzuklopfen. Meine Hoffnung ist, dass die noch ein bisschen kahl gekauft werden von HSV und anderen, Bielefeld und so anderen gefühlten Bundesligisten, die gerne nach oben aufsteigen wollen. Das wäre vielleicht ganz nett. Wir kaufen immer nur Funktionäre von denen, also Trainer oder Geschäftsführer. Ja, weiß ich nicht. Wird schwer. Also ganz schweres Los. Hätte fast nicht schwerer sein können, glaube ich. Und ja, also die ganze Saison wird eh zeigen, wir werden von Anfang an da sein müssen. Wir haben ja irgendwie drei Spieltage Bundesliga und während der drei Spieltage haben wir noch den DFB-Pokal und die beiden Playoffs um die Conference League. Also wir dürfen uns keinen Stotterstart erlauben. Die ganze Vorbereitung muss darauf ausgerichtet sein, von Anfang an quasi da zu sein, um mit Mannschaften mithalten zu können, die gegebenenfalls schon im Wettkampfrhythmus drin sind. Ja, aber ich glaube, die Saison an sich sollte, glaube ich, ohne Stotterstart ablaufen. Also ich meine, ich glaube, wir brauchen jeden Punkt. Die Saison wird schwer genug. Ja, da blicken wir in der Saisonvorschau-Folge dann drauf. Was ich sehr, sehr schade finde, ich habe ja natürlich so ein bisschen damit geliebäugelt, dass der FC die Teutonia Ottensen kriegen würde. Habt ihr auf dem Schirm, wen Ottensen stattdessen gekriegt hat? Nee. Leipzig oder? Wahrscheinlich Bayern oder so. Leipzig nee, oder Jan Lukas Leverkusen. Nee, Bayern ist doch die Viktoria. Ja, ach, Bayern ist Viktoria. Ja, nee, Lukas hat schon gesagt, die roten Dosen, die den DFB-Pokal so wertgeschätzt haben und ihrem feinen Getränk veredelt haben, liebe Grüße an Kevin Gampel, das ist natürlich das Horrorlos für so einen kleinen Verein wie Ottensen. Du kriegst ja nicht mal dein scheiß Stadion voll, obwohl der DFB-Pokalsieger zu dir kommt. Kriegst ja nicht mal irgendwie den Volkspark mit ausverkauft dann. Da kommen halt trotzdem dann nur, keine Ahnung, 10.000 Leute maximal. Und du scheidest auch nach aller Wahrscheinlichkeit nach aus, weil die natürlich jetzt einfach Kohle haben und sich da jetzt im Winter noch, im Sommer noch irgendwelche Granaten holen können, irgendwelche unbekannten Franzosen von Salzburg nach langen, schweren Verhandlungen. Also, ja. Aber ich weiß nicht, ob es da nicht sogar besser ist, als irgendwie gegen so einen Zweitligisten aus dem Mittelfeld, irgendwie so Paderborn war ja dieses Video, wo es rumging, weil gegen Leipzig kannst du wenigstens als Verteidiger noch irgendwie, na was heißt unsterblich, aber mal für einen Tag in die Geschichte spielen, wenn du mal beim Tackling aus Versehen einen Schritt zu spät kommst und sagst, was du vom Verein hältst. Oder ach, nicht sorry, Verein. Kevin Campbell, Mensch. Ja, also das ist doch, ausscheiden tust du ja auch gegen Zweitligisten. Bei Leipzig kannst du wenigstens noch einen Tag noch einen hast mitnehmen. Einen Freifahrtschein für Tacklings auf Hüfte oder so. Ja. Ich fürchte fast, gegen Leipzig kommst du gar nicht in die Zweikämpfe rein als Landesligist. Aber dann triffst du halt den Hinterherlaufenden. Ja. Ja. Ich meine, gut, ne? Ich finde es halt schade, dass die ihr Stadion nicht vollkriegen. Das wäre so mein einziger Ansatz. Ausscheiden tust du eh. Aber dann doch lieber gegen eine Mannschaft, die halt entsprechendes Fanpotenzial mitbringt, damit du zumindest noch ein bisschen Geldeinnahmen hast. Aber gut, wir wollen ja auch nicht hier der Fußball-Podcast aus Hamburg werden. Sollen wir mal über was anderes Deprimierendes reden, was rund um den ersten FC Köln passiert ist? Du hast ja gerade die erste Pokalrunde erwähnt, Marco. Damals haben wir gegen Jena gespielt. Und der einhellige Konsens damals war noch, ja, also alleinige Sechs, das ist nicht so die Position von Salih Özcan. Er und Steffen Baumgart haben uns dann danach Lügen gestraft,
Und ab dem 12. Spieltag ist dann Sully quasi ganz voll durchgestartet und hat auch das öfteren Mal die alleinige 6 in der Raute gespielt. Aber jetzt hat eben jener Sully gesagt, er kann den Verlockungen aus Dortmund nicht widerstehen und wechselt für kolportierte 500 Millionen plus ein paar Nebenzahlungen gegebenenfalls vom Rhein an die Ruhr. Was sagt ihr zum Abgang von Sully Özcan? Ich persönlich finde es sehr schade, weil ich einfach gehofft hatte, dass er tatsächlich bleibt und das neue Gesicht des FC wird. Muss aber dann einfach wahrscheinlich erkennen, dass er einfach ein Profi ist und jetzt seinen nächsten Schritt gehen will. Wie gesagt, ich kann es tatsächlich sogar verstehen. Es ist natürlich immer schade, wenn so ein Spieler dann den Verein verlässt, aber ja, es ist einfach sehr, sehr schade. Ich bin tatsächlich sehr traurig und wenn du dann tatsächlich auch nur, ich sag mal, 5 Millionen Euro plus X dafür bekommst, ist das natürlich schon unter Marktwert und ich glaube, da macht Dortmund einen guten Schnapp. Ja, ich bin auch, also mir geht's ganz ähnlich. Ich kann es verstehen aus seiner Sicht, aber die Hoffnung aus kölscher Sicht und auch Fansicht ist natürlich eine andere gewesen. Und es ist halt wirklich so, dass ich seit letztem Sommer, also seit der U21-EM, wo ich das nochmal ein bisschen genauer mir, also ich habe den ja immer geliebt so und habe im Podcast dann auch mit Thomas immer gesprochen und ich war immer der gesagt hat, ja, der ist ein super Kicker und Thomas, als es ja auch, muss man ja auch zu seiner Verteidigung sagen, alle haben ja gesehen, dass der ein Talent ist. Das ist ja nicht so, als wenn das jetzt irgendwie niemand gesehen hätte, dass der veranlagt ist irgendwie. Aber ich habe den wirklich wie keinen anderen immer verteidigt und habe mich dann natürlich auch immer mega gefreut, wenn das dann in dieser Saison dann eben viele gesehen haben, was ich so schon was einen Ticken länger in ihm gesehen hatte. Ist natürlich sehr schade und ich habe es mir in Stuttgart schon einmal gedacht, als er, ich glaube, da stand es noch 1-1 und es war gerade diese heiße Phase, da habe ich dann nochmal ein letztes Mal, Sully Junge, das war immer mein Lieblingsausruf im Stadion, wenn er wieder den Körperschwerpunkt irgendwie auf Hüfthöhe vom Gegner hat und einfach weggedrückt hat. Das waren immer meine Lieblingsmomente im Stadion und deswegen bin ich echt traurig, dass es nicht mehr zu diesen Ausrufen kommen wird und es bedeutet natürlich auch für den FC eine totale Schwäche. Ja, sehe ich auch so. Also ich bin jetzt nicht enttäuscht. Ich finde es mega schade. Bin aber auch tatsächlich nicht so überrascht gewesen. Ich habe das irgendwie schon geahnt, weil ich ihn auch nicht so eingeschätzt habe. Also ich habe ihn schon so eingeschätzt, dass wenn irgendwie ein gutes Angebot von einem, ich sag jetzt mal, guten Verein kommt, dass er da definitiv ans Überlegen kommt. Aber mega schade. Also das, ich denke, das werden wir auch spüren. Und wenn es nur Jan Lukas im Stadion ist. Ja, ich sag's, wie es ist. Ich bin enttäuscht. Bin auch enttäuscht von ihm als Mensch. Das erzähle ich jetzt aber ein bisschen genauer, um das zu kontextualisieren. Erstmal, Marco hat es gerade gesagt, für Dortmund ein absoluter Stil. Die haben den für 500 Millionen gekriegt. Das ist ein super Deal für die. Also wenn ich sehe, dass Arne Meyer für 5 Millionen nach Augsburg wechselt, ist das die Größenordnung, die man für 5 Millionen normalerweise kriegt. Und jetzt kriegst du halt einen Fritz-Walter-Medaillengewinner, U21-Europameister, noch dazu auf einer Position, wo du gar keine Spieler mehr hast. Dortmund hat keinen so richtig reinen Sechser. Die haben halt so ganz viele so Achtertypen, ne? Bellingham und Moderhut, und mit Abstrichen auch Emre Can. Und Axel Witzel hat ja den Verein verlassen, das heißt, die haben Vakanz auf der Position und haben sich da jetzt einen jungen, sehr talentierten Spieler geholt, der unter Baumgart bewiesen hat, dass er auch diese alleinige Sechs spielen kann. Also Dortmund kann ich da voll verstehen. Ich kann auch verstehen, dass Sully nur diese 5 Millionen in seinem Vertrag stehen hat, weil dieser Vertrag wurde ja gemacht zu einem Zeitpunkt, wo niemand diese 5 Millionen auch realistisch bezahlt hätte. Ne? Das war scheinbar die Bedingung der Özcan-Seite. Ich bleibe hier nur, wenn ihr mir eine relativ kleine Ausstiegsklausel da reinschreibt. Sonst gehe ich halt nach Glasgow. Die Rangers haben ja anscheinend angefragt. Dann hätte er dieses Jahr sogar Europapokalfinale spielen können. Kam aber anders. So, aber ich hätte ihn sogar verstanden, wenn er diesen Poldi-Move gemacht hätte und im Abstiegsfall gegangen wäre.
dann habe ich da viel Verständnis für und sage ich, ja, kann ich verstehen. Zweite Liga muss man sich nicht nochmal antun, jetzt gerade, wenn man auf dem Sprung ist, sich zu etablieren. Jetzt kommt das Aber. Er hat wirklich bei jeder Gelegenheit, immer, auch in dieser 24-7-Doku und so betont, der FC ist mein Verein, der FC ist meine Familie, der FC ist mein Kindheitstraum, dass ich da spielen darf und so. Und jetzt hast du die Gelegenheit, mit deinem Verein, deinem Kindheitsverein, europäisch zu spielen. Erstmal zwei Spiele, wenn du gute Leistungen bringst, sind es ja wahrscheinlich dann mehr als zwei Spiele, wenn man Glück hat und dann machbaren Gegner kriegen sollte oder vielleicht gesetzt ist oder so. Und die gibst du auf, diese Chance, nach einer guten Saison. Ne, der spielt jetzt nicht wie Skiri die dritte gute Saison in Folge und wartet quasi aufs große Angebot. Nach einer guten Saison, wo wir auch sehr wissen, dass diese Saison maßgeblich davon abhängt, dass Baumgart dieses Vertrauen ihm entgegengebracht hat. Das war nicht, dass sich Sully jetzt irgendwie gegen Widerstände im Verein durchgesetzt hat und dann jetzt den Leuten quasi deshalb den Abschiedsgruß zeigt, weil er nicht das Vertrauen hätte gespürt haben können oder sowas. Ganz im Gegenteil, der wurde von Baumgart unheimlich gepusht und so lange stark geredet, bis er sich selber stark gefühlt hat. Also ich behaupte mal, fast kein anderer Spieler hat so stark von Baumgart profitiert wie er, vielleicht zusammen mit Modest und Benno. Und jetzt sagst du, nach einer guten Saison, wo du europäisch mit deinem Verein spielen könntest, nö, da spiele ich lieber Champions League mit irgendeinem Verein, zu dem der überhaupt keinen Bezug hat. Der ist halt um die Ecke, okay, aber der hat mit Dortmund nichts zu tun. Zu dem Zeitpunkt, wo er unterschrieben hat, oder wo er zumindest mit denen die Verhandlungen begonnen hat, war da ja auch Marco Rose Trainer, also auch noch so ein Ex-Gladbacher. Jetzt Edin Terzic ist, glaube ich, für Sully sogar gut. Ich glaube, mit dem Fußball, den Terzic spielen lassen will und mit der Ansprache von Terzic kommt ein Sully viel besser klar als mit Marco Rose. Also das spielt ihn sogar in die Karten. Aber trotzdem, ich finde es enttäuschend. Ich bin da enttäuscht. Ich nehme auch das Recht raus, enttäuscht zu sein. Natürlich kann ich ihn verstehen. Der wird da 5 Millionen Euro verdienen im Jahr und hat die einmalige Chance, zum absoluten Stammspieler bei Dortmund in der Champions League zu werden. Kann ich schon irgendwo verstehen. Aber du kommst in deinem Leben an Punkte, wo du dich entscheiden musst, bin ich ein Patrick Helmes oder bin ich ein Jonas Hector? Wer hat die Frage beantwortet? Ich bin ein Patrick Helmes. Naja, Patrick Helmes. Also sehe ich auch nicht so. Also ich muss gerade sagen, Patrick Helmes, da liegen aber noch Welten dazwischen. Und man muss auch einfach mal sagen, weil er in der Leverkusen ist, oder warum? Erstens das und man darf auch einfach mal nicht vergessen, wenn Steffen Baumgart nicht Trainer des 1. FC Köln geworden wäre, wäre Sully Özcan schon gar nicht mehr bei uns gewesen. Ja, eben. Klar, deshalb sollte er noch bleiben. Weil der muss doch wissen, wie sehr der von Baumgart profitiert. Sully ist doch kein Spieler, der unter jedem Trainer seine Leistung bringen wird. Das wissen wir doch. Wenn jetzt in Dortmund in 3 Tagen Lucien Favre auf der Matte steht, weil Terzic das nicht gebracht hat, dann kannst du Sully auch wieder vergessen. Und dazu kommt Dortmund ist ja auch Karma. Dortmund ist ja auch so ein Karrieregrab für junge Spieler. Also du musst doch schon die Qualität von einem Jack Bellingham haben, um sich nicht von diesen ganzen Querelen da in dem Verein irgendwie runterziehen zu lassen. Aber guck mal, so ein Moda Hut, auf welchem Punkt ist der dahin und wo ist der heute? Oder wie heißt der Linksverteidiger? Nico Schulz, Marius Wolf, kannst du ganz viele nennen. Da schafft doch keiner den Schritt auf die nächste Stufe bei Dortmund. Außer halt wirklich die mega Talentierten. Also weiß ich jetzt nicht. Ja, aber sag mal. Also Akanji zum Beispiel hat auch Schritte nach vorne gemacht. Findest du? Ja, also okay. Ich meine, finde ich schon. Und ich würde auch nicht sagen, dass Özcan jetzt irgendwie, sobald da jetzt ein Trainer kommt, der irgendwie nicht passt, dass er dann total kaputt geht. So, ich glaube, er hat einfach diese Entwicklung, dafür hat er jetzt eben den Baumgart gebraucht und vertraut und hat jetzt seinen, ich meine, es ist ja auch ein Alterungsprozess, ein Reifeprozess. Das heißt ja nicht nur, dass man, oder dass man irgendwie sich auch festigt, und das würde ich jetzt schon mal zutrauen, dass man mit, wie alt ist der Mann, 24 wahrscheinlich, dass der jetzt einfach auch einen Entwicklungsschritt, vielleicht auch was Persönlichkeit angeht, gemacht hat, wo man dann jetzt vielleicht ein bisschen stabiler ist, weiß man natürlich nicht. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt irgendwie, wenn jetzt Favre kommt, dass er plötzlich nach 2 Tagen irgendwie weinend davonläuft und mit dem Fahrrad nach Köln zurückfährt. Der spielt halt noch nicht mehr dann.
Ja, gut, aber dann ist es halt, also ich meine, das ist jetzt für die, dann muss er halt wieder wechseln, so. Also klar, ich bin ja auch kein Fan davon, aber ich weiß es nicht. Ich finde, zu sagen, ja, der verliert dann wieder komplett seine Form, nur weil ein anderer Trainer kommt, ein bisschen einfach. Ich glaube schon. Ich glaube, das werden wir ja dann alles überprüfen können. Ich sage ja, Terzic ist, glaube ich, noch das Beste, was dem passieren konnte, weil der, sagen wir mal, eine recht ähnliche Menschenführung hat, so was ich von außen mitkriege, wie Steffen Baumgart. Ich glaube, unter Rose hat das überhaupt nicht gut funktioniert. Und sobald dann ein Trainer kommt, der einfach andere Prioritäten setzt als Körperlichkeit und giftiges Zweikampfführen, wird das für Sully eng. Und was ich auch noch glaube, der Transfersommer hat jetzt gerade erst begonnen. Wir haben den 31. Mai, wo wir das hier aufnehmen. Es kann immer sein, dass bei Dortmund irgendwer nervös wird. Und dann plötzlich da Ilkay Gündogan für 20 Millionen kauft oder so. Und dann warst du auch mit Sallys Stammplatz. Ja, aber ich glaube, wenn du dich tatsächlich, ich sag mal, Dortmund ist der vielleicht nächste logische Karriereschritt für ihn. Also wenn er einen Schritt zu einem anderen Verein macht, finde ich, ist Borussia Dortmund genau der in Anführungsstrichen richtige Verein. Ich überhaupt Nicht nicht. zu, ja, aber was wäre denn der richtige Verein? Jetzt mal unabhängig von irgendwelchen Fanbrillengedönsen, musst du dir einen Verein finden, der zwischen Köln und Dortmund steht. Erstmal für den nächsten Schritt. Aber was denn? Soll ich es jetzt sagen TSG oder was? Hoffenheim? Soll ich es jetzt wirklich sagen, Ja, welcher sag Verein der ruhig. richtige wäre? Leverkusen. Oh Ah, Ja, ich sag ja, ohne weiß ich Fanbrillen. nicht. Weiß ich Ah, glaube, weiß dafür ich ist man schon nicht. kölsch genug. Das ist aber jetzt Fanbrillenargument. Wir reden jetzt rein sportlich. Rein sportlich ist Dortmund Aber. zwei Schritte vom FC weg und Leverkusen einer. Boah, weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Also, Sehe ich die nicht. werden einfach beide nicht Meister. Also, die spielen beide Champions League, werden beide nicht Meister Ja, aber und Dortmund ist zumindest Serienzweiter und Leverkusen ist halt, wenn sie Glück haben, mal Dritter. Das ist ja, schon gut, nochmal ein dann ja anderes auf jeden Fall Kaliber. lieber Dortmund. Ja, aber doch, also darum geht es ja nicht. Es geht nicht darum, wo ich lieber Also, spielen ich würde. traue ihm zu, dass er da, also außer wenn da jetzt wirklich, wie du jetzt gesagt hast, da kommen noch irgendwelche, weil irgendwelche Leute dort nervös werden. Also, ich traue ihm schon zu, dass er sich da gut durchsetzen kann. Ja, ich Also auch. von der Saison jetzt, also was hat er für eine Saison gespielt? Also da haben wir ihm ja irgendwie auch alle nicht zugetraut im Sinne, wir wussten schon, dass er Qualitäten hat, aber konnte die halt auch nie abrufen. Und ich glaube schon, so mit seiner Art und Weise, wie er die Spiele gemacht hat, glaube ich schon, dass er in Dortmund eigentlich, glaube ich, ganz gut aufgehoben ist. Dann kommt dazu, dass es einfach nah ist. Er ist ein Familienmensch. Ich glaube nicht, dass der jetzt irgendwie Bock auf Türkei gehabt hätte oder so. Also ich glaube, ich wünsche ihm von Herzen, dass es die richtige Entscheidung war. Ja, tun wir alle. Kann auch gut sein, habe ich ja gerade schon dargelegt, dass ich glaube, dass es ein gutes Match sein kann. Stand jetzt. Stand in dritter Spieltag nach dem Beginn der Bundesliga. Mal gucken, ob Dortmund dann nervös wird, wenn die einen Fehlstart hinlegen und dann nicht noch irgendwen noch kaufen, der so ein bisschen mehr Glamour versprüht als Sadio Özcan vom ersten FC Köln. Aber ich finde auch dieses Argument, da könnte ich in Köln wohnen bleiben, finde ich genauso schwach. Dann spiel bei uns. Wenn ihr wohnen wollt, spiel auch bei uns. Du hast die Chance, bei deinem Verein in Europa zu spielen. Das schmeißt du Aber nicht mal ebenso weg. dann dürften die, also ich sage jetzt mal vorsichtig, wenn man das am Wohnort festmacht, ne, da dürften die wenigsten Spieler bei dem Verein spielen, bei dem sie tatsächlich spielen. Ja, aber das ist ja nicht deren Heimatverein. Darum geht's ja. Darum Aber geht's doch. das sieht ja auch jeder anders. Also da ist ja der eine ist ja eher sesshaft, der andere tingelt durch die Welt. Kommt ja immer ein bisschen drauf an, wie man so verwurzelt ist. Und ich glaube schon, dass er in Köln aufgrund von Familie, Freunden schon verwurzelt ist. Ich Ja, glaube schon, sicher. dass bei dem einen oder anderen Spieler die Entfernung schon was ausmacht. Ja, aber dann soll er bei uns bleiben. Der kann da hier wohnen bleiben. Sogar ganz entspannt. Wenn ich mir jetzt mal die Social Media Kommentare unter diesem Wechselposting angucke, ich glaube nicht, dass der in Köln gerade eine entspannte Zeit haben wird. Ja, aber Ja, das was ist doch soll denn da passieren? Soll dem jetzt ja, jemand vor die Füße spucken oder was? Also. nee, also da glaube ich aber, also da hatten wir dann auch Glaube ich schon auch irgendwie nicht. andere Spieler. Also das glaube ich jetzt. Also ich würde ihm noch Hallo sagen, wenn ich ihn sehe. Ich glaube, ich zumindest kein Bier mehr ausgegeben in irgendeinem Brauhaus. Würde ich mal von ausgehen. Da muss er dann durch. Ja, zu Ich glaube Recht. nicht, dass der, ich glaube nicht, dass den das Hardcore trifft, dass er in Köln kein Bier mehr Ich ausgegeben weiß gar hätte nicht, im überhaupt, der Brauhaus. trinkt wahrscheinlich gar kein Bier. Der ist ja Moslem und Vorzeigeprofi. Aber darum geht es auch gar nicht. Ne? Nö, ich sag's, wie ich's finde. Ich bin enttäuscht. Wie gesagt, er hätte mit uns Europa spielen können. Und wenn das dir nicht Anreiz genug ist, bei deinem Heimatverein zu bleiben, dann bist du Karrierist, ganz einfach.
Ja, ich finde gut, Wenn du das dass wir jetzt das jetzt nicht. nicht alle so abgetan haben, wovon wir gesagt haben, ist okay, können wir verstehen. Ich finde dein, oder hab sehr mit deinem Plädoyer mitgefühlt, bis dann der Name Patrick Helmuth fiel, dann, das hat für mich eine Grenze überschritten. Ich sehe da keine großen Unterschiede, ehrlich gesagt. Außer, dass Helmuth sogar in sportlich schlechteren Zeiten gegangen ist. Weiß ich nicht. Also man, wenn du das jetzt nicht gesagt hättest, ich hätte gar nicht gemerkt, dass du enttäuscht bist. Tja, ich finde, ich habe mich auch sehr diplomatisch in meinem Artikel ausgedrückt. Aber ja, was soll ich machen? Ich bin sehr, sehr froh, ich habe mir nämlich ein Trikot bestellt. Und nur weil ich zu doof war, so richtig zu bestellen, habe ich es nicht mit Flock bestellt. Sonst wäre nämlich hinten Sally Özcan drauf gestanden. Hätte ich direkt wegschmeißen können, das Trikot. Oder mir schenken. Ja, es passt dir bestimmt nicht. Mein Trikot passt dir bestimmt nicht. Tut mir leid. Du bist Ah, irgendwie weiß 30, ich. 30 cm größer als ich oder so. Kannst da Oh ja. bauchfrei tragen. Ja. Also also kannst du gerne haben von mir aus dann, aber würde ich dir eher empfehlen, irgendwelchen kleineren Verwandten zu schenken, irgendwelchen Kindern oder so. Ja, also wie gesagt, ich kann das verstehen. Ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, Mensch, ich habe mich für Sally unfassbar gefreut. Ich glaube, jeder hätte es gern gesehen, wenn er bei uns geblieben wäre. Das ist ja auch ganz, ist ja auch klar. Aber ich hege aktuell keinen massiven Groll gegen ihn. Weil, wie gesagt, der FC hat ihn jetzt letztes Jahr auch, ich sage jetzt mal, fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Und nur weil Steffen Baumgart gesagt hat, ich möchte den unbedingt haben, spielt er noch bei uns. Also es ist ja jetzt nicht so, dass das eine Liebesbeziehung ist. Und ich finde es auch schade, wenn so Eigengewächse gehen. Aber das ist halt, ich glaube, man muss halt trennen, das ist deren Job. Wenn mir morgen auf der Messe jemand ankommt und sagt, ja, hallo, möchtest du das Gleiche machen, was du bisher machst und du kriegst noch mehr und du kriegst noch ein neues, tolles Auto und ich zahle dir noch deinen Urlaub und noch dies und noch das und noch Ananas. Ich glaube, da, Moment, der und Vergleich ist aber danke, schief. Marco, Ja, der ist danke. wirklich. Nee, ich finde den Vergleich auch total schief. Bei dir, Nee, die warum? feuern nicht Nein. 50.000 Leute an aus der Stadt. Also, das ist bei dir, also, da bilde ich mich schon ein, dass man. Ja, aber ich sag mal so, Sally Özcan ist aber auch schon durch ein Stahlbad beim FC gegangen. Ich kann mich daran erinnern, als vor 3 Jahren der diesen Katastrophenfehlpass im Heimspiel gegen den VfL Bochum gemacht hat. Und es dann am Ende, ich weiß nicht, 3-1 für Bochum stand. Der ist bei der Auswechslung nicht mit Applaus vom Feld verabschiedet worden. Ja, aber Das. ich trotzdem ist dein Beruf ja, hat ja eine deutlich geringere Auswirkung, zumindest unmittelbar auf die Stadt, sage ich sogar mal groß, oder zumindest auf 50 bis 100.000 Menschen. Also ich finde das immer schief, wenn so ein Vergleich kommt, so ja, wer würde denn nicht wechseln für ein bisschen mehr Geld? So, Aber am Ende das des Tages ist ja, es doch ein Arbeit, also das genau, hört es sich ist doch jetzt, der also das ist Arbeitgeber, natürlich genau. total es ist total pragmatisch gedacht. Und ich verstehe natürlich auch so diese Emotionalität dahinter, aber am Ende ist der FC der Arbeitgeber und Özcan ist der Arbeitnehmer. Aber stimmt Und ja. Also natürlich ist das eine andere Dimension, aber also ich habe den Vergleich letztens auch gebracht, weil ich das halt sehr oft so sehe. Ich möchte jetzt nicht über andere ausgeschiedene Spieler sprechen, aber das ist einfach, also ich kann das gut nachvollziehen. Ich lobe mir natürlich Spieler wie ein Jonas Hector, der dann sagt, was habe ich von 40 Millionen auf dem Konto? Da bleibe ich lieber beim FC. Geil, natürlich, aber ich finde, Marco hat es eben auch richtig gesagt. Man darf nicht vergessen, der wurde auch schon fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Und da war er nämlich genauso enttäuscht. Hat er ja bei Instagram auch verkündet. ja, aber er hat auch auf Instagram verkündet, der FC ist meine Familie. Also hat er doch ein innigeres Verhältnis Ja, als aber der ich Marco glaube zu nicht, seiner Firma. aber ich glaube auch nicht, dass das Quatsch ist, was er gesagt hat. Aber würdest Ich du denn glaube deine ihm das Familie alles. für eine schönere, erfolgreiche, reichere Familie verlassen? Na klar, Aber es geht ja nicht um 100%. mich. Ja, Marco, du hast es doch gerade behauptet für deinen Arbeitgeber. Aber jetzt hat ja Sally das selber aus der Metapher Ah. Arbeitgeber rausgerückt und in diese Familienmetapher reingebracht. Na, also natürlich ist der hier verwurzelt, aber das sagt er, der sagt ja auch nicht, der FC ist ein scheiß Verein. Also ich kann das tatsächlich verstehen. Ich kann den Move von ihm verstehen.
Auch wenn ich das natürlich nicht gerne sehe. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier rumgelaufen bin und gesagt habe, ah toll, Sali ist weg, juhu, juhu, der ist so nach Dortmund gegangen. Ich finde das auch schade. Aber ich kann das perspektivisch für ihn verstehen. Ich halt auch, habe ich ja gesagt. Weil man muss ja auch einfach mal sagen, wenn der jetzt, ich sag mal, du hast nämlich mit einem Satz vollkommen recht, der hat seine erste richtig, richtig gute Saison gespielt. Mhm. Und was passiert denn, wenn der jetzt eine Durchschnittssaison spielt? Dann wäre er nicht mehr, dann wäre die Möglichkeit Dortmund vielleicht nicht mehr unbedingt da. Und das ist richtig. Demnach kann ich das verstehen, dass er sagt, ich probiere es aus. Weil was passiert? Also ich sag mal, im schlimmsten Fall findet der, weiß ich nicht, was hat der für einen Vertrag da unterschrieben? Bis 25 oder was, ne? Ich glaube ja, weiß ich jetzt aber nicht. Also einen 2- oder 3-Jahres-Vertrag? Nee, also mehr als 2 Jahre auf jeden Fall, war aber langfristig. Das war okay. Auf jeden Fall langfristig. Ja. Ich kann sogar nachgucken, ich habe es in dem Artikel geschrieben, ich sag's dir gleich. Red ruhig weiter so dann. Ich meine, also 26. Oder 26, ja, dann, also wäre es ja ein 4-Jahres-Vertrag? Ja, 4-Jahres-Vertrag, ne? 26 ist korrekt, also 4 Jahre. Also selbst wenn der nach, ich sag jetzt mal, 2 Jahren feststellt, das geht hier für mich nicht weiter, dann ist der 26, dann ist seine Karriere nicht vorbei. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das sympathischer, dass Sali gesagt hat, ja, der FC ist meine Familie und das ist ein wichtiger Verein für mich und das ist mein Herzensverein, aber ich gehe trotzdem diesen Schritt. Das ist mir 100-mal lieber, als wenn ich so ein Anthony Modest, der mir dann erzählt, wie glücklich er beim FC ist und der spielt eine halbwegs gute Hinserie und stellt sich in die Bild-Zeitung rein und erzählt dann, ja, also der FC muss jetzt aber mit mir verlängern, weil sonst bin ich ja dann weg. Ja, da kriege ich Wutanfälle. Du hast gerade Herzchen bekommen. Ja, zu Recht. Ich schicke Herzchen an die oder denjenigen zurück, der es gemacht hat. Das Nein, ist aber, gut anonymisiert. Aber das ist tatsächlich für mich ein Unterschied. Und Sali hat auch klipp und klar nicht gesagt, ich bleibe auf jeden Fall hier. Der hat gesagt, ich spiele die Saison in Ruhe zu Ende und dann werde ich mich umgucken und dann werde ich meine Entscheidung treffen. Und das finde ich 100-mal fairer als irgendein 0815 Gelaber, das ist mein Verein und ich möchte hier bleiben und dann ist er doch weg. Also das ist doch klar und sauber kommuniziert und dann finde ich das auch völlig okay. Also du schmeißt mir da jetzt viel zu viel in einen Topf. Bin ich gerade an mit dem Mikro? Ja, ne? Ja. Du schmeißt mir gerade viel zu viel in einen Topf. Niemand hier hat seine Kommunikationspolitik kritisiert. Es geht mir einzig und allein um die Entscheidung an sich. Ich finde, der hat die ganz gut kommuniziert, finde ich ja tatsächlich. Vielleicht hätte ich auch sogar ein bisschen mehr Verständnis, wenn wir mehr als die 500 Millionen da bekommen hätten. Weil ich dann weiß, da kann man auch immer sich so selber damit in den Schlaf lullen, dass man sagt, der hat es für den FC gemacht, um es nochmal 10 Millionen in die Kasse zu spülen. Aber ich bleibe dabei, die jetzige Saison ist wahrscheinlich in den nächsten 5 bis 10 Jahren ein einziges Fenster, wo du mit deinem Kindheitsverein hättest in Europa spielen können. Er hat das schon einmal gehabt vor 5 Jahren in der Europa League. Hat da, meine ich, 4 von 6 Spielen oder 5 von 6 Spielen gemacht. Und hat immer behauptet, das wäre sein Lebenshighlight gewesen. Da gibt's Interviews von ihm, so Video-Interviews, wo er das sagt. Du hättest es jetzt wieder haben können und du schmeißt das halt, diese eine Once-in-a-Lifetime oder Second-in-a-Lifetime-Chance weg, um halt bei Dortmund halt einer von vielen zu sein. Und ja, ich bin einfach enttäuscht. Ich bin da auch nicht wütend, ich hege da keinen Groll. Ich sage jetzt das Gleiche, was ich meinen Schülern immer sage. Ich bin nicht wütend, ich bin nur enttäuscht. Wie gesagt, die Enttäuschung kann ich verstehen. Also, wie gesagt, ich hätte ihn auch lieber hier als in Dortmund gesehen. Aber bin da jetzt... Vielleicht ist meine Enttäuschung anders als deine. Also das ist ja auch gar nicht dramatisch. Ich glaube, da gibt's auch kein richtig und kein falsch. Aber ich finde, die Enttäuschung ist einfach bei mir so, dass ich sage, schade, den hätte ich gerne weiter hier gesehen. Aber alles gut auf deinem Weg. Ich bin jetzt dem nicht böse, dass er diesen Move gemacht hat. Ja, ich bin ihm auch nicht böse, bin da einfach nur enttäuscht. Doch bist du. Das wissen wir alle, das hören wir auch alle, dass du böse bist. Nee, wenn ich böse bin, klingt das wirklich ganz anders, glaub mal. Wenn ich ihn in Köln treffe, würde ich ihn einfach nur ignorieren. Du
ist das höchste der Gefühle so. Ich würde nicht Hallo sagen, ich würde nicht sagen, hier, gute Saison oder so, ich würde einfach weitergehen. Wenn ich böse wäre, würde ich was ganz anderes machen. Nee, auch nicht, weil ich Angst hätte, dass der mich durchbricht in der Mitte. Aber im Gedanken würde ich was anderes machen. Ja. Gelernter Ringer, muss man aufpassen. Ich wollte gerade sagen, der macht dich doch platt. Natürlich macht er mich platt. Jeder Fußballprofi macht uns platt. Naja, nicht jeder. Thomas Müller würde ich immer noch einsagen. Den kriegst du nicht zu fassen. Aber anderes Thema. Ja. Apropos nicht zu fassen. Jannis Horn wird Papa. Herzlichen Glückwunsch. Die Überleitung fand ich jetzt sehr strange. Ja, ich arbeite an meinem eigenen Überleitungspreis hier an dieser Stelle. Nein, ich wollte noch mal ein schönes, positives Thema hier reinbringen, bevor wir dieses aktuelle Segment verlassen. Er hat es vorhin auf Instagram verkündet. Seine Freundin Pauline ist schwanger, haben sich in der Reha kennengelernt, als er mit dieser Knieverletzung hier ausgefallen ist in der Mediapark-Klinik. Also hat die Verletzung für ihn persönlich was Gutes gehabt. Jetzt ist sie schwanger und wir warten alle ganz, ganz gespannt darauf, wie das Kind dann irgendwann mal heißen wird. Wir werden es weiter verfolgen. Bestimmt ein fancy Doppelname. Ich glaube, Pauline ist sehr bodenständig. Die setzt sich da bestimmt durch und gibt der irgend so einen schönen Namen. Ja, hoffentlich. Ja. Oder er nennt ihn Steffen, das Kind. Steffen Baumgart Horn. Nee, ja. Ist ja leider kein FC-Spieler mehr. Bin mal gespannt, wo der Weg von so Leuten wie Jannis Horn hinführen wird. Bei Louis Schaub wissen wir ja schon, dass es Hannover werden wird. Da hat Jannis Horn ja auch mal gespielt auf Leihbasis. Also bin mal gespannt, was für eine Kategorie von Club da anklopfen wird bei ihm. Ich würde mal behaupten, ähnliche Kategorie. Er hat halt immer diesen Vorteil, dass er halt mal Jugendnationalspieler war und mit einer recht hohen Ablöse dotiert war. Vielleicht öffnet das noch so ein, zwei Türen mehr als bei Louis Schaub, ich weiß es nicht. Plus, dass er natürlich Geschwindigkeit hat, ne, was vielleicht für manche Bundesliga ist, so ein Ding wäre. Aber ich wüsste auch nicht so genau, wo ich mir ihn in der Bundesliga vorstellen könnte. Bei welchem Verein? Schalke. Ja, Schalke stimmt sogar in der Tat wirklich. Vielleicht auch sowas Bremen wie Augsburg. Bremen sucht da einen Linksverteidiger. Ja, Bremen. Ja. Das stimmt. Bremen hat eh eine ganz gute Transferpolitik, um das mal einmal erwähnt zu haben bis jetzt. Also Niklas Stark und Amos Pieper ist jetzt auch nicht verkehrt, wenn du in der Bundesliga drin bleiben willst. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Ja. Na gut. Wir müssen ja hier auch nicht über Werder Bremen reden. Das machen bestimmt irgendwelche anderen Podcasts.